der letzten Episode. Oh. Ach hier. Demo. Du gibst nicht auf, was? Nee, nicht wirklich. Was? Nee. War's noch nicht. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 26. Wir sind hier mitten in Malton, Medford, was auch immer. Gehen eigentlich nur hier rein, weil wir lustigerweise die Mission haben, Berge 45er Munition aus Medford Memorial Hospital. Und ich komme hier nicht raus. Dabei will ich doch hier rein. Gut. Zumindest ist niemand direkt hier vorne. Okay. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Das ist nicht so gute Chance. Ja, okay. Geht da mal ein Stück zurück. Grandios. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das war nur ein Streich. Ah, du hast dich wiederholt. Gut. Ja, da war der Raum viel zu eng, um den zu erwischen. Konnte sich nicht wirklich so gut zurückziehen. Was ist denn das? Hier drüben. Wo hier drüben? Wo? Ach. Nichts gewesen. Ich höre uns heute keinen Kampf. Okay. Wo du hin, hm? Vorsicht. Ich dich finden, dich umbringen. Das ist nun Aufzug. Das ist aber finster wieder. Hey Jungs. Guck mal, da drin ist viel Ziel. Sehen würde. So, was haben wir hier? Hey, eine Schüssel, yes. Gut. Jit. Was gibt's hier noch drin? Nichts. Knochen. Blutpakete. Oh, eine Kiste, warte mal. Die Kiste, kann man nicht öffnen. Du da sein, nicht verstecken. Ja, ich weiß, du bist wieder ganz heiß darauf, mich in die Ecke zu stecken. Ein bisschen durch die Finsternis. Naja, zumindest gibt es Kronkorken.
Okay, das war der Raum. Das ist wieder das Foyer. Was war das für ein Raum hier? Das ist ein Gang. Hey Junge. Hey, Junge. Danke mit Stacheln, echt? Bringen die dann so viel Geld? Nichts da. Ihr seid viel zu groß fürs Commonwealth. Geschafft. Das können wir mitnehmen. Nein, ich brauche nicht die ganzen Knochen. Ich will mir nicht meinen eigenen Supermutanten bauen. Oh ja, geil. Eine Plastik-Bowling-Kugel. Irgendwas laberst du. Wie sind die alle? Ist da jemand drin? Nee. Irgendwo gibt es ja anscheinend auch Fusionskern. Ein verbessertes Terminal. Gut, ich würde sagen, wir nehmen Fontley. Cool. Wie bitte, was ist ein Safe? Ich vergesse oft, dass Menschen ja eine Tastatur brauchen, um auf ein Terminal zuzugreifen. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wo das Safe ist? Ach hier. Du kämpfen, Feigling. Mal Licht ausmachen. Yep. Geschafft. Das nehmen wir einfach wieder alles mit. Hey, Junge. Gut. Da hängt er ab. Oh, warte mal, die Keramikschale. Wut, Wut! Wo ist die Wut? Der ist irgendwo hier drin. Das waren sie aber noch nicht. Ja, komm. Sag mal, wie breit bist du eigentlich? Fusionszelle, echt? Kommt da mal wieder was rum. Es geht. Wir verwenden weiterhin den Revolver, auch wenn er halt nur 6 Schuss hat. Aber irgendwann müssen wir da ja auch mal zum Potte kommen. Das ist wieder unter uns, echt? Eine totes Krallenhaut. Gerade mal schauen, gehen wir ins Inventar und zwar in, ja, nenn's mal Hilfsmittel. Was können wir denn da essen? Nudelschale, 2 Stück. Gut. Ein paar Punkte mal wieder aufpäppeln. So super krass sind die ja zum Glück nicht. Die Supermutanten. Halt. So, das Aluminium. Ja, guck mal. Na komm, mach hinne. So, was haben wir denn noch? Misk oder Letz? Ja. Gut. Aktivierung Protektron zu Diensten. Guck mal. Protektron.
Du meine Güte, der Revolver ist ja eine Katastrophe. Wenn du dann nachlädst, kannst du erstmal eine halbe Stunde nichts machen. Untersetzer. Okay. Ach, Tür des OP-Saals, verdammt. Komm ich so nicht auf. Noch ein Punkt, wo wir nicht reinkommen. Alles notiert. Ich höre auch keine dicken Jungs mehr. Anscheinend sind wir hier durch, oder was? Naja, da muss ich jetzt nicht drauf dingen. Was? Eine Kamera? Was? Jetzt höre ich doch wieder was. Nee, das ist ein Klo. Okay. Ein Stempack. So, das heißt, warte mal, da ist irgendwas drin. Zinkkanister, musst du auch auf den Pott. Was? Oh. Ja, 91%. Verdammt. Jetzt geht er gerade wieder zurück, der Penner. Hallo? Nachladen, wenn ich die R-Taste drücke. Hey Junge. Hallo, warum bewegst du dich nicht? Gut. Ich habe noch nie jemanden verloren. Aktiviere was? Verwundet! Nice. Sie werden nun ausgeschaltet, während fort. Da war es mal wieder Zeit für einen... Was ist das? Laserpistole beschleunigt optimiert. Minus 15% Nachladegeschwindigkeit und 25% Feuerrate. Sie sind entkommen. Entkommen, okay. Guck mal hier. Hier ist er hingeflohen. Hallo? Gut, alles klar. Wir sind hier anscheinend noch nicht fertig. Junge, was laberst du? Das ist finster. Mach jetzt hier Licht. Bist du blöd? Hey Junge. Es könnte ein Verschwunden, aber nicht vergessen. Die alle her. Der Feind ist hier drüben. Was hat der für eine Pistole? Sie könnten sich getarnt haben. Nee, der steht an der Ecke. Das war erfreulich einfach.
Da sehe ich Kronkorken. Gut. Junge, Junge. Halt, was war da? Ein Chemieglas. Impro-Gewehr, schallgedämpft, panzerbrechend, automatisch. Hast du das mit dem Automatik-Ding ins Kirchen? Gut möglich. Ja, ich weiß, es ist ja echt schwer durchzukommen. Ist wieder ein Aufzug. Da geht's rauf. Gut, alles klar. Da haben wir noch dreckiges Wasser. Der OP-Schlüssel. Gut, dann muss ich mir das ja gar nicht merken. Okay, was war hier? Gott, warte mal, die Spinde. Becherglasständer, naja gut. Ah ja, hat man auch auf dem Gang geschlafen. Okay, das sind wir jetzt hier. Das heißt, hier in dem Bereich müssen wir durch sein. War das der OP-Saal? Okay. Was steht hier? OP-Beleuchtung ein-aus. Ausschalten, okay. Musik ein-aus. Musik ein-ausschalten. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Nachladen, gut, ist noch ein Köder. Das ist ja falsch. Ohrschlag, weicht. Hey Junge. Ach, die Ada ist schon wieder down. Junge, dein Arm ist doch kaputt. Was ist das hier? Wir tragen zu viel aus dem Nichts heraus, echt? Also deswegen sind wir so schnell. Okay, jetzt verstehe ich das. Hey Ada, wo du jetzt wieder wach bist. Uff, besser. Eine Rüstung, okay. Ach, die Musik. Das ist dann auch sehr beruhigend, wenn man mit solcher Musik operiert wird. So. Da ist auch noch eine Kochplatte. Jingles, der Mondaffe. Wir nehmen so viel mit, wie du tragen kannst. Munition für den Injektor kannst du an Laborstationen herstellen. Achso, wir haben den Injektor gefunden, sag es doch. Spiegel. Sonst irgendwas Interessantes? Supermutantenhelm. Na, jetzt habe ich doch wieder einen Knochen mitgenommen.
Okay. Echt? Und dafür brauchst du dann einen eigenen Schlüssel? Da ist nichts. Ach. Ich kann nicht Nein sagen, hm? So, euch haben wir alle? Gut. Ja, sag ja, ich kann nicht Nein sagen. Gut. Level up. Ja. Das machen wir, wenn wir in Sanctuary sind. Das jetzt noch nicht. Warte mal. Was? Die Wirbelsäule nehme ich mit. Ah ja, genau. Das war der Raum. Schöne Bouillon. Warte mal, da kommen wir ja rein, genau. Wo ist jetzt die Munitionsgeschichte gewesen? Ich bin total verwirrt. Wir sind irgendwo da drüben rein, kann das sein? So, da können wir dann auch putzen. Ja. Was hier drin? Kippe oder was? Ja. Die gibt halt Stoff, also kannst du gar nicht verkaufen. Was ein bisschen schade ist, aber hey. Stoff ist wichtig, daraus können wir Betten bauen. Betten, die nach Massachusetts Chirurgenblatt. Verdammt nochmal, ja. 2% mehr Körperschaden, nice. Betten, die nach Kippen riechen. Ich gestern im Netto, also einen Spezialisten vor mir. Der roch wirklich wie so ein Aschenbecher, alter Schwede. Hier drüben, echt? Ah ja, tatsächlich, nice. Gut, da hinten können wir auch pennen. Und ein Koffer ist dort auch noch. Dann pennen wir uns mal gesund. Aber was ich auch noch mache, ist, wir nehmen uns mal ein Red Away, wo wir schon mal dabei sind. So. Wo war das jetzt wieder? Da. Verbrannt. Ach so. Nee, du sollst schlafen. So. Alles klar. Ah ja, da. Ich müsste mal. Aufgepasst. Wie kann ich die? Abbrechen. Aufgepasst. Ja. Kannst du nochmal. Nice, haben wir wieder 13. Echt, haben wir die gefunden, oder was? Wahrscheinlich. Hier geht's nicht weiter, okay. Hol mal dein Revolverchen und lad mal nach. So. Klick. Okay. Nimm mal das Out-of-Order-Schild mit. Wir haben aber immer noch nicht die 45er Munition. Wir sind schon wieder zu schwer. Wie viel geht noch in dich rein? Gut, Ada ist voll. So, ich suche immer noch die 45. Wo war denn das jetzt wieder, verdammt? Das wird schon da hinten angehört, aber das ist jetzt nicht hier. Wie kommt man da hin? Warte mal, wir gehen mal hier durch. Wahrscheinlich ist das der Weg. Hier ist ein Fahrstuhl, okay.
Expertenterminal. Okay. So viele Sachen, die man alle mitnehmen kann. Und die ganzen Mikroskope. Na, komm. Mach uns hinne. Ja, lohnt sich dieser ganze Aufwand auch? Ja, das wird sich noch rausstellen. Auf jeden Fall haben wir die ganzen Mikroskope dabei, weißt du Bescheid. Wahrscheinlich müssen wir dann nachher noch einen ganzen Schwung wieder rausschmeißen. Aber das werden wir dann sehen. Halt. Okay. Klauen die ganze Laborausstattung. Nee, das war die Tür, genau. Ist das dann hier drin oder was? So gut geschützt. Jetzt kommen wir da nicht rein. Ich will aber keinen Punkt auf Hacker-Skills geben. Schön. Das scheint aber auch nicht hier zu sein. Gut, ich würde mal sagen, da wir sowieso relativ voll sind, wir müssen das mal verschieben. Wir kommen dann einfach nochmal wieder. Später. Ja, hier ist finster. Wir gehen nach Sanctuary. Ach, wir müssen dringend ausladen. Gut. Aufgepasst. Ja. Wenn man das gebraucht, kann man gefressen das schon aus. Hey, Godsworth. So. Bitte einmal raus, okay. Ja, okay, stell's halt irgendwie hin. Ist ja auch egal. Hast du jetzt richtig hingestellt, alles klar. Gut, dann bitte reparieren. So, das wäre der erste Schritt. Dann bitte einmal in die Skills. Wir haben jetzt zwei und wir werden eins auf jeden Fall auf Rüstmeister geben, wo immer das auch ist. Halt. Nee, geh mal scroll mal. Achso, den ist das hier gar nicht scrollen. Nee, das ist Waffenfreak. Schmied. Wirft die Schmiede an, halt Zugang zu Standardrang. 1 Mods für Nahkampfwaffen. Nee, Rüstmeister wollte ich. Den nächsten können wir eh erst mit 25 Stärke, echt. Was können wir da noch was drauf tackern? Model It's Nummer D. Okay, alles klar. Nee, da sehe ich ja schon wieder, was hier gleich wieder fehlen wird. Der Kleber ist alle. Ich hoffe, wir können welchen herstellen. Hey, Junge, du hast nicht Kleber für mich. Wo ist denn eigentlich die Händlerin? Ja, können wir. Einmal. Achso, warte mal, halt. Wir haben ja sicherlich noch anderes, was wir verkochen können. Ah, nice. Wieder ein paar Erfahrungspunkte im Kochen. Nee, die Händlerin ist gerade nicht da. Okay. Ich will gerade mal schauen, wir gehen mal ganz gemütlich darüber. Da hat ja die Händlerin auch Zeit, noch herzukommen. Ach, was für ein schöner Tag heute. Da hinten wackelt die Ader rum, die wir jetzt gleich hier haben. So. Wir können aber noch nichts Besseres machen. Was brauchen wir dafür? Wissenschaft 1, Robotik Wissenschaft 2, Robotik-Experte 1. Na gut, zumindest können wir mal hier.
brauchen wir denn da schon wieder? Rüstmeister Level 3. Ja, da müssen wir noch einiges tun, alter Schwede. Also hier auch ein Automatik-Kryostrahl. Naja, ich will jetzt nicht zu viel Kleber verschwenden. Mal gucken. Linkes Bein. Ja, das. Wir müssen dich auf jeden Fall ein bisschen hochpäppeln. Dass du da ein bisschen länger durchhältst. Okay. Wir gucken nochmal, ob wir nochmal Zeug rausschmeißen können. Ansonsten muss ich erstmal ganz normal warten. Nö, gibt es nicht, okay. Ach ja, und wie ist der Stuhl? So, dann schauen wir mal. Was sagt denn die Uhr? Eine Stunde. Gucken wir mal. Ja, da sitzen sie. Der Hund spielt mit seinem Teddy. Das ist nicht die Händlerin. Aber wieso sitzt ihr hier? Wartet ihr auf mich oder was? Ja. Was ist denn los? Ja, hier wird nicht gesessen. Ja, aber echt, hey, Sturges. Kann das noch warten? Hier kann nichts warten, Junge. Okay. Warten wir noch eine Stunde. Ansonsten kümmern wir uns mal vielleicht. Naja, wobei, wir haben nicht so viel Kleber. Ich muss wirklich auf die Händlerin warten. Ich hoffe, die bringt. Halt, warte mal, da ist sie doch. Welches war eigentlich das Zeug zum Verkaufen? War das die gelbe Kiste? Wie ist Lea? Okay. Halt, nicht weggehen. Nein. Was? Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Ja, ich warte hier Stunden. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So, 1000 fast. Krass. Hast du Kleber? Ladung, Stahl, Kupfer, Keramik, Holz, Gummi, Beton. Schaltkreise, Schrauben, Öl, Beton. Okay, sie hat tatsächlich nur ein Klebeband, sonst nichts. Das ist sehr schade. Ladung, Beton, 275. Dann nehmen wir da mal eine mit. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Beton brauchen wir sowieso ständig. Dann gucken wir halt noch ein bisschen Munition. Fusionszelle. Rüsten wir mal auf. Schrotpatronen. Da mache ich erstmal genug. 10 mm. Wie sieht es da aus? Ich muss halt. Sie hat halt nur 239. Also ich muss schon noch was kaufen. 550 kostet der echt. Der Fusionskern brauchen wir jetzt nicht wirklich. 305. Okay, das reicht noch nicht. Das heißt, das sind 66, die wir noch ausgeben müssen. So, jetzt passt's. Tja, ein Klebeband, meine Fresse, das ist wirklich nix. Munition. Okay. Okay, das Futter, das fliegt mal alles hier rein. Okay, dann, warte mal, wo hatten wir die Waffen genau? Also, wir haben ein Institutsgewehr, Injektorgewehr. Genau, und dann würde ich gerne mal die Laserpistole versus Lasergewehr schauen. Also die Pistole ist schon mal besser, was schon mal ziemlich cool ist. Pro Schaden, pro Sekunde. Ist es auch besser, okay. Das müssen wir auf jeden Fall optimieren und rüstungstechnisch. Sie wissen wirklich, was man alles mit
Da haben wir nämlich eine rechte A-Metallrüstung. Wir haben die Kampfrüstung 10 von 10, verstärkt. 7,3. Achso, das wird da nicht besser. Ja, das wird da nicht besser. Kampfrüstung ist besser als Metall, okay. Dann kommt das auch in die Verkaufskiste. Also auch ist gut, in die Verkaufskiste. Dann haben wir noch Metallrüstung Harnisch-Ghoul-Töter. Wir haben halt hier den 4 Schadensenergieresistenz bis zu plus 35 pro 10% fehlender Gesundheit. Sowie plus 2 Schadensenergieresistenz sowieso. Und hier haben wir das rechte Bein, da ist halt minus 50% Schaden durch Menschen sowie plus 2 Schadensenergieresistenz versus 50% Fallschaden. Ja, das wäre was, diese Sündrüstung, genau, die machen wir uns mal drauf. Die, also das gegen Menschen, der Schutz, das wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Hussards. Naja, kostet wieder Kleber, verdammt. Wir können nichts drauf machen, weil uns einfach wieder Kleber fehlt. Mist, das wird dann bei den Waffen genau dasselbe Problem werden. Na gut, dann ziehen wir uns jetzt erstmal das Ding an. Der Rest... Fast so schade zum Verkaufen. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn man... Oh, ich habe Klebeband gefunden. Ist ja der Hammer. Warte mal, dann gucken wir mal, ob wir mit der Laserpistole ausmachen. Die ist ja sowieso schon besser. Die soll es ja nicht verwerten. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht besser. Was bräuchte man denn für andere Sachen? Wissenschaft, okay. Kurzer Lauf, verlängerter Lauf. Wird auf jeden Fall schon mal besser. Da ist der Kleber wieder perdu. Gut. Alles klar. Gut, aber wir packen das trotzdem mal auf die 4. Q4. Genau. Dann kommt ja das andere Gewehr hier rein. Und ich denke, dann wäre es das erstmal wieder. Kleber müssen wir kaufen, okay. Nimm das mal und wir packen uns nochmal nach Sanctuary. Ach je, da müssen wir echt mal gucken, ob wir dort besseres mehr zu kaufen finden. Außerdem, warte mal, geh nochmal an die Skills. Wie sagt ein Charisma, ist einfach klassisch Level 5, okay? Du beherrschst die Kunst des Handels beim Kaufen, Verkaufen, bei Händlern erzielst du bessere Preise. Ja, das geben wir uns mal, komm. Das ist echt notwendig. Ich will ja nicht immer so viel bezahlen für die Dinge. Was ist das wieder? Ja, warte mal, das mache ich jetzt mal aus. Das haben wir ja jetzt nicht geschafft. Da fehlt uns noch der Skillpunkt. Außerdem muss ich trotzdem wieder auf die Karte, weil wir wollten noch Sanctuary. Nicht noch Sanctuary, Diamond City. Was sagt denn die Uhr? Ach, ich hoffe, wir müssen nicht wieder warten. Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Entschuldigung, kann ich kurz mit dir reden? Nein, kannst du nicht. Was willst du? Was willst du? Nun, du warst in der kolonialen Kneipe, als Paul gegen Henry kämpfen wollte und sich so zum Affen gemacht hat. Er ist verschwunden. Paul, meine ich. Das ist nicht normal für ihn und ich mache mir Sorgen, dass ihm was passiert sein könnte. Keine Ahnung. Ich weiß absolut nichts darüber. Okay, tut mir leid, wenn ich dich belästigt habe. Ja, aber ich hoffe... Ist jedes nur denkbare Gut erhältlich, das sie brauchen können. Wenn wir es nicht führen, kann es sich niemand vorstellen. Junge, du bist so lustig, wie du glänzt. Klar, ich schau mal, was du hast. Nur Waren von höchster Qualität. Kleber, Junge, anderes brauche ich nicht. Nur, dass du Bescheid weißt. Es gibt keine Ladung, doch Ladung Klebstoff 25, hervorragend. Original verschweißter Wunderkleber. Ne, OP-Tablett brauche ich nicht. Klebeband. Du willst mich doch verarschen. Das kostet 2400. Ist das Ding echt so teuer? Ne, eigentlich nicht. Doch. Echt? Eine Ladung Klebstoff kostet 2313. Ach du Schande. Ja, so wird das nix. Das ist natürlich klar.
Ich habe sonst auch nichts, was ich dir verkaufen kann. Hier die Metallrüstung, die kannst du haben. Ja, das gut. Dann müssen wir uns einfach mal so auf die Suche nach Kleber machen. Wahrscheinlich ist das Sinnvollste, man macht irgendeine Mission. Wie geht der Funknachricht nach? Echt? Wollen wir das mal machen? Der Funknachricht nachgehen, vielleicht findet man dort mehr Kleber. Oder für jede Menge Geld. Oder ein Skillpunkt, das wäre ja auch was. Wie ist denn da der... Ja, wir sind fast auf Level 19. Wir müssen Charisma skillen. Das ist viel zu teuer. Ja, das würde ein bisschen der Fokus werden. Die Adam hat ein bisschen mehr aufgemotzt. Man merkt auch, dass wir so langsam ein bisschen mehr Schaden machen. Müssen aber trotzdem noch aufpassen. Hashtag Wachbot. Genau. Und ansonsten versuchen wir uns mal ein bisschen durch die Mission voranzuarbeiten. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.